Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Brothers. Die erste Folge, habe ich gerade gesehen, ist ein bisschen verschoben. Ja, das liegt daran, weil ich auf das blöde Fenster nicht richtig geachtet habe bei OBS beim Aufnehmen und das Fenster irgendwie zu klein gemacht habe. Und ich bin da halt noch am Ausprobieren und so. Das war aber nicht meine Schuld. Irgendwie hat sich das verstellt, weil das ist jetzt hier die erste Aufnahme richtig, nachdem ich meinen PC platt gemacht hatte, weil ich eine neue Festplatte gekriegt habe. Und da haben sich die ganzen Einstellungen, die ich vorher hatte, irgendwie verschoben und ich musste es neu runterladen und irgendwie hat das jetzt, weiß ich nicht, die Aufnahme ein bisschen anders gemacht. Also es ist ein bisschen anders skaliert, sag ich mal so. Ich werde aber gucken, dass ich beim Rendern das Bild einigermaßen so skaliert skaliere, also so zuschneide, dass man es sich ordentlich ansehen kann, dass es eine ordentliche Größe ist. Und ich hoffe, dass die weiteren Folgen normal aufgenommen werden, denn ich habe es jetzt eigentlich behoben. Wir werden sehen. Okay, ich denke mal, wir müssen darüber. Wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie was holen, um darüber zu kommen. Das musst du jetzt auch sein. Und zwar das Ding, denke ich mal. Das brauchen wir. Und das müssen wir natürlich jetzt hier irgendwie durchfummeln. Na, komm. Ja, geht doch. Sehr schön. Jetzt muss er wieder da reingehen. Damit er das hier so rumkriegt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwie hier die Zahnräder oder so blockieren, damit das Ding anhält. Ja, richtig vermutet. Okay. Zurück. Wieder drehen. Wieder und los. Und jetzt schnell beeilen, denn ich weiß nicht, wie lange das bleibt. Perfekt. Räuberleiter. Aber diesmal ist da kein Seil. Wir kommen so nicht. Ah, ich verstehe. Müssen wahrscheinlich mit dem Kleinen hier irgendwie ran. Jawohl. Damit er hochklettern kann.
Perfekt. Oh, da sind noch mehr Trolle. Die arbeiten in der Mine. Da sind Fischchen drin und ein Brunnen. Könnte man jetzt hier wieder die Aussicht genießen. Schön. Moment. So, der und dann der. So. Wir müssen hier hoch. Ja. Ah, an den Ketten festhalten. Da. Ab da. Ja, okay. Und dann erstmal rumfahren. Oh, hier müssen wir auch raus. Weil der Kleine anscheinend hier hoch muss, weil es da eine Blockade gibt. Oha, Konzentration. Okay, der nächste. Boah, ziemlich gewagt, ey, hier. Oh. Hier muss ich aber jetzt mal absteigen. Ich glaube, er muss das... Und genau so. So, jetzt muss ich gucken. Kann er ja jetzt hier wieder dran, weil eine Kette da durchgegangen ist. Ich muss aber auch mal aufpassen, weil die beiden können nicht so weit voneinander entfernt laufen, also agieren. Er geht jetzt hier weg. Schickt ihn das Ding rüber. Und holt ihn dann ganz rüber. Oh, ich könnte nicht mal ansatzweise mich an so einer Kette festhalten, ey. Ich kann absolut mein eigenes Gewicht nicht tragen, wenn ich mich irgendwo festhalte oder so. Liegt aber auch daran, weil ich ein paar Pfund zu viel drauf habe. Kaum ausgesprochen. Da! Okay. Er weiß immer, wo es lang geht. Hey, nein! Ja, er kommt doch schon. Warte mal den Druck ab, Junge. Jetzt wird's knifflig. Ich sehe es gleich kommen, dass einer von den beiden stirbt. Jetzt können wir uns hier wieder hinsetzen. Das macht der Kleine jetzt diesmal. Fleißig am Arbeiten hier, die Trolle. Ich habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl, dass die nicht wissen dürfen, dass wir hier sind. Und dass der andere Troll, der uns dahin gebracht hat, dass der gar nicht zu denen gehört.
Ja. Moment. Lass mal wieder klarkommen hier. Und jetzt geht's los. Ab die Fahrt. Ab die Post. Oh, 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 ich denke, wir sollten rennen. Der war gut. Ach, guck mal. Ein Trollmädchen. Ist das vielleicht die Freundin von unserem Troll? Die ist hier eingesperrt. Deswegen hat er geweint. Ach ja. Oh, definitiv werden wir ihr helfen. Okay, wir müssen schleichen und wir dürfen nicht durch die Knochen laufen. Die sehr schön platziert wurden hier. Schnapp dir den Schlüssel, halt ihn fest. Und schleich wieder schön hier durch. Wunderbar. Praktisch, wenn man so klein ist. Jetzt können wir sie nämlich befreien. Und jetzt muss wahrscheinlich er hier hoch eben. Um den Käfig aufzumachen, genau. Oh! Verletzt ist er auch. Und die beiden denken, sie lässt sie da. Und die waren ein bisschen zu laut. Ja. Wie machen wir das? Wir können ihn in den Käfig locken, indem wir den Kleinen da runterpacken. Ha! Das hat ja gut funktioniert. Ah, sie ist doch wieder gekommen. Hat wahrscheinlich nur ein Seil oder sowas oder eine Kette geholt, damit wir hochklettern können. Das ist den Kleinen mal zuerst. Ach da! Okay, wir müssen sie jetzt wohl hier runterlassen. Hochhalla. Das können wir tun. Hallo? Oh, dreh dich. Los. Gar nicht so einfach. Wir müssen uns das jetzt wahrscheinlich da in der Lücke reinstellen. Genau, damit wir rüberhüpfen können. Ja! Geschafft. Noch das Türchen zumachen. Ach, guck mal, der wartet da. Oh. Na, ist das süß.
Ich verstehe es schon. Brauchst du mir gar nicht erst erklären. Wir müssen ihn locken. Nächste. Und komm, noch einmal. Und jetzt stürm hier rüber. Das hat nicht funktioniert. Oh, er hält sich fest. Erledigt. Schnell den Deckel zu. Daran festhalten und hoch die Tassen. Ach schön, dass wir den beiden geholfen haben, finde ich schön. Jetzt verabschieden sie sich noch. Schön. Das ist übrigens die Ruinentür, die wir vorhin gesehen hatten. Schön. Oh. Dai. Es ist bereits schon abends geworden. Ich sehe Wölfe in der Dunkelheit. Das Einzige, was sie fernhält, ist das Lagerfeuer. Sicherste wäre am Lagerfeuer zu bleiben, ne? Oh Gott! Was? Wie soll ich denn dann jetzt... Hä? Verstehe ich nicht. Die Fackel hält die nicht... Warte mal. Kann ich? Ah, okay, okay. Versteh's. Ksch, ksch, ksch. Weg hier. Weg, los. Ksch, ksch. Hier waren aber vorhin noch mehr Wölfe. Oh mein Gott, was ist das denn hier für ein Wald? Oh nein. Oh mein Gott. Da hängen voll die Leute. Boah, ist das unheimlich, ey.
muss mich mal eben kurz hier. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Plektel. Innocence. Die Kamera macht gerade nicht mit, wie ich will. So. Da. Ist der auch weg? Wir sind an einem Friedhof. Okay. Okay, das mit den Wölfen ist jetzt wohl vorbei. Da. Und was ist, wenn er das macht? Na gut, hier könnten wir jetzt auch den Ausblick genießen, aber der ist ein bisschen unheimlich, der Ausblick. Können die Glocke läuten? Da ist jemand. Guck mal einer an. Wen hadi Ari? Atamafi. Ach cool, der bringt uns da jetzt durch. Ach, weil sonst hätten wir gar nicht da durchgekonnt. Moment, ich muss erstmal wieder hier. So. Kein schöner Ort, um hier zu leben. Da, Tahi. Moment. So, jetzt. Oh, schon wieder. Spring! Du hast keine Wahl. Ich mach das schon. Ich rette uns. Haben sie gut hingekriegt. Hochhalter. Da könnte man sich jetzt wieder hinsetzen. Das ist irgendwie schön mit diesen Schiffchen da, diese Kerzen, die sie da reingesetzt haben ins Wasser. Sieht schon cool aus. Die Kamera wieder ein bisschen drehen hier. Oh Gott. Oh Gott. Halt dich, Junge. Nein.
Komm, dann schaffst du. Oh mein Gott. Was ist denn mit den Bäumen los? Was? Habt ihr das gesehen? Was ist mit den Bäumen? Ich weiß nicht, ich kann mit ihm hier... Kann ich mit ihm was machen? Ah, okay, so. Aber der mit den Bäumen... Ist das ekelhaft, ey. Was ist mit den Bäumen nur los? Das ist so widerlich. Ey. Du Arsch. Du Baumarsch, du. Ich kann mit dem Kleinen nichts machen. Das ist eine Höhle. Jetzt erstmal nach oben, oder nicht? Nai, Enno, da. Irgendwas ist hier mit dem, stimmt hier mit dem Wald nicht. Was ist das denn? Ist das eine Hand? Der Kleine sieht das jetzt nur, weil er sich vielleicht den Kopf gestoßen hat, oder? Weil das ist definitiv nicht da. Diese, das ist die Mutter. Das ist der Vater? Was ist mit dem großen Bruder? Naja. Entschuldigung. Was passiert denn jetzt? Hä? Nai, Enno, Nai. Da hat sich den Kopf gestoßen, der Junge. Okay, ich muss jetzt aber eh Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.